Magie, sagt ihr? Oh ja, dabei fällt mir wieder etwas ein. Die Scheidenpilzcreme von Magiemeisterklasse. Genau die. Du wirst mir nicht glauben, wenn wir auf dem Mond begegnet, auf dem Marktplatz begegnet sind. Dem Mann im Mond. Und Frau Dorna. Bella? Aber das kann nicht sein. Ich meine, sie... Wartet mal. Kann ich etwas sagen? Nein. Ja, was denn? Ich kann es selbst kaum glauben, aber Luke und ich haben heute wirklich Frau Dorna gesehen. Das hat Luke doch gerade schon gesagt. Könnte sie nicht irgendwie durch Magie zurückgebracht worden sein? Ich denke nicht. Warum nicht? In WoW geht das auch. Einfach Leute resurrecten. Geht auch. Warum soll das nicht? Was? Eine Phoenix. Phoenix Down benutzt. Phoenix Down, ja. Das ist gut. Phoenix Feder hieß das doch, oder? Dann gab es ja noch Zauberasche. Was war nochmal? Was hat ein Zauberasche nochmal gemacht in Pokémon? Das hatte doch Ho-Oh bei sich. Weiß ich nicht, im Zweifel Feuerattacken verstärkt oder so. Ich weiß es nicht. Das macht doch schon Holzkohle. Dann verstärkt es halt. Weißt du was? Mit der Frisur könnte ich echt gut einen Layton-Charakter machen. Wenn ich mich aufrege, dann wackelt das dann immer so. Stimmt. Wie nennt man mich dann? Palmonsius. Palmal. Hast du schon vergessen, was Inquisitor Flamberg gesagt hat? Kein Zauber existiert, mit dem das möglich wäre. Ja, vielleicht weiß er nur nichts davon. Die Zauberasche heilt sämtliche Pokémon im Team des Spielers und füllt zusätzlich sämtliche AP wieder auf. Oh. Also im Grunde ein mobiles Pokémon-Center. Ja. Böse. Oh, ja, das ist richtig. Moment. Das können wir auch noch besser. Ja, das ist richtig. Jetzt hattest Günther. Du schon so viel Zeit, den Günther vorzubereiten. Ja, eigentlich schon, ne? Mann. Jetzt, ich hab mir auch abgespielt. Also, okay. Ah. Mach noch mal. Oh, ja, das ist richtig. Günther. Vor allem, du hast es genau, also das Ja, das ist richtig, hast du mit dem genau mitgesprochen. Ja, das, also nur Günther haben wir leider nicht. Ach so. Ja. Aber davon abgesehen steht fest, dass wir auch noch einen Olaf haben. Den haben wir, glaube ich, sogar alleine. Mehrfach. Olaf. Nee, oder? Wir haben gar keinen Olaf hier, zumindest in unserer Dings drin, in der jetzigen Liste. Schade. Oh. Naja, macht nichts. Dass Frau Dorna nach dem Prozess verbrannt werden sollte und nun am Leben ist. Sie wurde doch auch verbrannt, man hat's doch gesehen. Das heißt, so verrückt es auch klingt, es besteht noch Hoffnung. Sie meinen... Es besteht die Möglichkeit, dass Maya noch lebt? Oh nein! Was? Das war so krass, dass sogar Maya selbst deswegen was sagen musste. Was? Ich lebe noch. Hey, wer bist du denn? Oh, Maya. Wir dachten, du wärst tot. Was? Steht sie? Ja, genau. Was? Durch so ein Feuerchen noch nicht. Ja, das ist richtig. Günther. Maya ist am Leben. Bist du dir da sicher, Phoenix? Nein, es besteht doch nur die Möglichkeit. Ich denke ja. Ich meine, wenn Maggie nicht für das plötzliche Erscheinen von Frau Dorna verantwortlich ist, worauf gründet sich diese Annahme eigentlich? Welche? Dass Magie nicht dafür verantwortlich ist. Keine Ahnung. Aber die sind sich schon sehr sicher, dass es so sein muss. Dass nicht Magie dafür verantwortlich ist?
dass, mhm, dass Frau Dorna das überlebt hat oder gerettet wurde daraus. Ja. Das weiß ich auch nicht, aber finde ich auch ein bisschen komisch, weil ich würde erstmal davon ausgehen, dass, dass Dorna einen unfairen Vorteil hatte. Weil sie eine Hexe war. Ja. Dass die gleich von was anderem ausgehen, dann. Hm. Warte mal. Dann gibt es nur einen Ort, den wir wirklich untersuchen müssen. Das ist ein Käfig. Genau. Ah. Ich denke, ich weiß, was Sie meinen. Der Käfig über dem Feuer im Gericht, nicht wahr? Richtig. Ich habe das Gefühl, hinter dem Käfig steckt mehr, als man auf den ersten Blick erkennt. Hinter dem Käfig auch noch. Das könnte ein Hinweis sein. Ich wette, wenn wir uns dort genau umsehen, müssten wir das eine oder andere Geheimnis lüften können. Apropos lüften. Wir könnten doch auch einen Sound abgespielt? Nein. Wir sollten uns beeilen. Ja, ich will endlich wissen, was passiert ist. Ja, es gibt nur ein kleines Problem. Ah, Entschuldigung. Alle Ritter sind auf der Suche nach uns. Danke, Luke, dass du das gesagt hast. Wie können wir uns zurückschleichen, ohne entdeckt zu werden? Ein Rätsel! Hm? Aha! Ich habe einen Plan. Ich habe gerade kurz Kopfhörer abgehabt, weil ich gedacht habe, Joey macht irgendwas in der Küche, aber es kommt von draußen. Okay. Ich habe einen Plan! Keine Sorge, Herr Wright, überlassen Sie das mir! Nora hat mir von einem versteckten Eingang zum Gerichtssaal erzählt. Oh. Es handelt sich um einen geheimen Eingang, den ich benutzt habe, um Sophie zur Flucht zu verhelfen. Und das ist ein Eingang, der geheim ist. Nora hat es dir erzählt? Du bist eine Hexe! Oh, egal. Wir sollten uns auf den Weg machen, ja? Hat Bill Hauer noch was? Nein. Hm. Nächstes Mal mache ich eine Statue von euch, aus dem Gedächtnis natürlich. Wie sieht denn ein Gedächtnis aus? Achso, nee, er nimmt ein Gehirn und macht daraus eine Statue. Und zwar nur aus dem Gedächtnisteil. Nur dies ist gewiss, so lasst euch nicht blenden. Mit zwei Papageien mein Glück wird sich wenden. Und die haben alle nix, okay. Hi, was ist denn hier für ein Wirbel? Habe ich richtig gehört, es gab eine Explosion in der Stadt? Das ist richtig, Frau Rossa. Niemand wurde verletzt, aber ein paar Stände wurden zerstört. Ein paar Strände wurden zerstört. Wie kann das denn sein? Wir leben doch gar nicht am Meer. Oh, wirklich? Frau Rossa? Was denkt ihr, wird aus den Händlern jetzt, da ihre Stände zerstört sind? Sie werden ja ihre Stände für eine Weile nicht öffnen können. Ich würde sagen, wir sollten uns auf die gute Nachricht konzentrieren. Immerhin wurde niemand verletzt, richtig? Mit den Stadtbewohnern und meiner Bande von Nichtsnutzern hier können wir die Stadt Nichtsnutzern? Du hast Niesnutzer und Nichtsnutzer verwischt. Nee, weißt du, was Nichtsnutzer sind? Das sind Leute, die haben einen Internetanschluss, aber brauchen ihn gar nicht. Oder Telefon oder die nicht mal elektrische Geräte haben und trotzdem einen Stromanschluss. Das sind Nichtsnutzer. Nee, und meiner Bande von Nichtsnutzen hier können wir die Stadt ganz schnell wieder auftauen. Ein bisschen harte Arbeit tut diesen Faulpelzen ganz gut, glaubt mir. Macht euch keine Sorgen um die Bürger, überlasst sie einfach mir. So wie Emmy damals. Ihr habt schon genug Sorgen. Ei, habt ihr noch etwas zu erledigen? Nicht noch etwas zu erledigen? Ja, wenn das in Ordnung ist. Es tut mir schrecklich leid, dass ich euch einfach so allein lasse, Frau Rossa. Das ist schon in Ordnung. Ich habe ja hier meine Nichtsnutzer. Mach dir darüber keine Sorgen, Sophie. Vielen Dank, Frau Rossa, für alles. Ei, ei. Keine Sedimente hier. Und auch keine Alimente. Ja, keine Sentimentalitäten hier. Geht jetzt und klärt diese Sache auf. Boah. Okay. Latsch mal los, ich guck ganz kurz nach Joey. Mhm. Ja! Okay, auch ein lustiges Bild. Ich lasse das mal so.
bis ich wieder da bin. Wenn du meinst. So, wo ist das Gericht? Da ist das Gericht. Aber ich will nochmal hier Straße zum Gericht. Oh! Ach, das ist ja... Grätzel. Frau Büchner, was macht ihr denn hier? Um ehrlich zu sein, ich hatte gehofft, ich würde euch hier finden. Ich habe ein Rätsel, das ich euch gern zeigen würde. Wenn wir schon beim Thema sind, wie läuft die Jagd? Ich hoffe, ihr seid bereits auf eine Vielzahl an Rätseln gestoßen. Ich habe mir erlaubt, alle bisher nicht gefundenen oder gelösten Rätsel an einem Ort zu sammeln. Also dann, welches Rätsel wollt ihr heute in Angriff nehmen? Oh, verdammt sind das... Moment mal. Da sind doch bestimmt welche dabei, die... Das Doofe ist, das ist ja jetzt ein anderer Dings, aber... Ich guck mal bei Zugunglück. Was war Zugunglück? Weil wir haben ja jetzt hier einen anderen Spielstand als das erste Mal und jetzt könnten hier eventuell Rätsel sein, die hatten wir schon. Die Züge, die das kleine Mädchen aus Bauklötzen gebaut hat, sind umgestürzt und in ihre Einzelteile zerfallen. Glücklicherweise sind die Bauklötze der verschiedenen Züge dabei nicht durcheinander geraten. Sieh dir die Teile auf dem oberen Bildschirm genau an und weise die Haufen den jeweiligen Zügen zu. Haufen. Züge. So, ich weiß auch nicht so recht, was er hat. Ah, ein Rätsel! Ja, hatten wir das schon mal irgendwann? Oder nicht? Also ich glaube nicht. Zugunglück heißt das. Und wir sollen Haufen zuweisen, irgendwas. Okay. Also wir sollen... Verstehe. Wir sollen... Also es wurden Züge gebaut aus irgendwelchen... Also ich glaube C ist schon mal der hier, oder? Der hat nämlich nur ein großes Teil. Obwohl, D hat auch nur sowas. Oh Gott. Das hat zwei von denen. C ist falsch. Nee, genau. Also der auf C A steht, ist D, ne? Weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt nur C angeschaut, aber C ist auf jeden Fall falsch. Das Ding, C müsste D sein. Nee, also der auf A steht, dürfte nicht D sein, weil D hat zu wenig Teile. Der auf D steht, ist der auf C muss. Du musst C und D aus... Entschuldigung. Nicht D, Entschuldigung, nein, A. A auf C und der jetzt auf C steht, auf D, ne? Weiß ich nicht, mach erst doch, mal. Doch. So, bin ich und der nicht. A-Haufen, das ist definitiv hier nicht der A-Haufen. Das ist nämlich der E-Haufen. Und jetzt muss man gucken, ob die schon richtig stehen oder ob die ausgetauscht werden müssen. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teile. Schade. Okay. Aber wir haben jetzt bei dem, wo B, also was auf B steht, haben wir zweimal zwei dieses Dreiecke. Ja, genau. Und dementsprechend muss das auf A, weil da sind zwei Dreiecke. Ja. Okay, jetzt ist richtig. Müsste sein. Aber ich glaube, das hatten wir noch nicht vorher. Nee. Was? Wieso sollten wir? Die großartige Maya, sie lebt! Hä? Zügig gelöst, das ist auch schön. Jetzt kann das kleine Mädchen zu weinen aufhören und weiterspielen. Oh. Mist. Höchst beeindruckend. Rätsel sind die Nahrung des Verstandes. Hatten wir von denen, also wir hatten glaube ich Fliesenleger schon, oder? Das erste. Wollen wir es nochmal machen? Ja, offensichtlich haben wir es noch nicht gelöst. Sonst hätten sie es ja nicht, oder? Das ist ein anderer Spielstand, weißt du noch? Das kommt mir nämlich so bekannt vor hier. Ach. Der Mist. Und wir sollen das Bild fertig machen, so dass das richtig ist, ne? Boom. Boom. Das dauert jetzt wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich hab Hunger. Dann ist was. Du musst mir erst was machen. Oh. Ah, verdammt. So, das. Dann aber noch darüber. Das mal weg. Bumm. Das Rätsel immer, ey. Ah. Ja. Echt, ey. So, das noch. Wenn ich das jetzt mache, dann komme ich aber da nicht mehr so hin. Wenn ich jetzt aber... Bumm. Dann habe ich den da hinten nicht.
Jetzt gehe ich aber mal hier hin. Dann mal hier hin. Und das ist doch fast schon alles. Aber irgendwie noch nicht ganz. Jetzt das nochmal. Dann ist das nämlich weiterhin dort. So. So. Oh. Fast. Mann. Mist. Aber trotzdem, wenn ich Glück habe, kriege ich das noch hin. Irgendwie durch ein paar Sprünge. Ich hoffe. Ja, ich hoffe auch. Oh, jetzt habe ich nur noch eins, das da falsch ist. Ich gehe nochmal hier hin. Ah, jetzt ist immer das dann falsch. Mal gucken, was wenn ich hier mache. Wenn ich das mache. Du bist weg da, hä? Genau. Jetzt sehe ich nichts mehr. Und ich sehe auch nicht mehr durch. Oh, jetzt habe ich wieder nur... Ich glaube, hier komme ich nicht so weiter, wenn ich das so weit so mache. Tschüss. Ist der schmutzig? Ah, ich hab's schon. Oh. Das ist echt doof, das Ding hier. Das nicht. Wenn ich jetzt das noch mache und das noch und das. Ich glaube, an dieser Seite hier komme ich nicht weiter. Mit dem Ganzen. Könnte mich aber auch irren. Was ist, wenn ich hier das mache und dann... Ah, wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann ist da wieder eins frei. Das ist doof. Aber ich weiß, wir hatten den schon mal, oder? Den Fliesenleger, obwohl... Wir hatten den in groß. Also wir hatten schon mal einen davon. Ja, letztes Mal in groß. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir vorher schon mal diesen hatten. Das kann sein. Puh. Geh ich nochmal so rum. Huchi. Mir ist gerade ein Dings aus dem Mund gefallen. Ein Zahn? Nein, nicht ein Zahn. Oh! Fertig! Aus Versehen. Aus Versehen. Nein, wie heißt ich denn das nochmal? Tic-Tac. Oh. Ich sollte nicht, wenn ich auf meinen 3DS gucke, sprechen. Oder ich gucke auf den Bildschirm oben. Phänomenal. Die Bodenbretter sehen fantastisch aus. Wer weiß, wie lange das so bleibt.